Willkommen zu einem neuen Video. Wisst ihr, wer oder was die größten Hurensöhne sind? Denkt euch jetzt so abogeile Typen, die nicht zugeben, dass sie was gegen mich haben und lieber sagen, ich hätte ihnen was getan. Bruder, ich krieg trotzdem noch deinen Kill, du Retard. Perfekt, also das war's halt auch komplett. Nee, die größten Hurensöhne sind tatsächlich Bio-LK-Klausuren. Jetzt ratet mal, wer hier anwesend ist und Bio-LK hat. Sehr. No joke, Bio-LK-Klausuren sind mein Fach. Unsere Lehrerin sagt, es ist Sinn einer Bio-LK-Klausur, dass die Schüler sich das Material angucken und denken, tja, das hatten wir noch nicht. Ich glaube, ich soll einfach aufhören, Bedwars zu spielen. Ich bin so scheiße. Oh, oh nein, da ist in der Mitte. Gut, ich hab verkackt. Ich bin auch mega müde, aber... Ich glaube, wenn Tim es hinbekommt, mal endlich wieder seinen Rechner ans Laufen zu bekommen, dann könnten die Tage sogar mal wieder Streams drin sein. Weil ich habe jetzt wirklich locker eine Woche oder sowas nicht mehr gestreamt. Zum einen, weil ich so ein bisschen gestresst war wegen Bio-LK und so einem Shit. Hier sieht der Dude mich nicht. Danke. Bitte hat er jetzt gerade rein zufällig keinen Bogen in der Base. Ich will mein Gold auch noch behalten. Danke. Wäre halt hart ehrenhaft, wenn du es erlauben wirst. Jo, wünsche einen schönen Tag, ne? Ciao. Cleaner Typ? Ja, gut, der Typ hat Safe No Knock auch. Ja, hat er. Und er hat... Lol, er wurde live in der fucking Runde gebannt. Ehrenmann. Ehrenhaft. Richtig ehrenhaft. Ja, dann nächste Runde, let's go. Ich mag die Mütze eigentlich nicht, aber damit muss ich jetzt leben. Weil ich hab immer so das Gefühl, so, nachdem ich 3 Stunden lang Bio-LK geschrieben habe, dass mein Kopf kaputt ist. Bitte? Ja, okay, überlebe ich nicht. Nice one. Es deckt sich halt aber auch instant auf Blockhöhe 730.000, oder? Ganz kurz, er ist jetzt einfach nur runtergelaufen. Vom Knockback ist er nicht mehr jung, der Typ ist doch retarded. Ich muss zugeben, am besten finde ich immer noch meine Mathelehrerin, die mir eine 4 gibt, was total ungerechtfertigt ist, weil ich bin kein Mathe-Genie, aber ich mache in Mathe wirklich halt legit gut mit. Was so ein bisschen dran liegen kann, dass mein Sitznachbar mich carried, aber der hat die gleiche Note wie ich, also deswegen passt, ne? Auf jeden Fall, diese Frau kommt da an. Jo, also du hast eine 4. Weil diese Fragen, die du für eine 2 beantworten musst, beantwortest du nicht. Alles klar, Mann! Und ich denke mir nur so, was ist mit den Fragen für eine 3? Vielleicht bitte mal... Die Frau ist komplett gern. Vielleicht bin ich auch etwas mad wegen dieser Frau. Ach komm, du kleiner... Sohn einer netten Mutter. Yo! Wie kann man so hässlich reinlacken? Kann man so retarded sein? Und der nächste im Anmarsch. Der Typ ist verreckt, finde ich gut. Und by the way, folgt mir mal echt gerne auf meinem Twitch. Ich habe eben schon mal ganz kurz drüber gelabert, aber... Yo, habe ich hier nur so Typen, die sich auf Blockhöhe 770.000 stacken wollen oder was? Nee, nicht mehr. Und ich bin tot. Nee, ich bin noch nicht tot. Yes. Ganz kurz, er hätte mein Bett gehabt und er hätte eigentlich auch mich... Also das geht... So gewinnt man eine Runde. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Kommi, Abo, etc. da. Schaut gerne auf meinem Twitch vorbei. Das ist unheimlich wichtig, das dürft ihr unter keinen Umständen vergessen. Bis dahin. Ciao.